Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns in diesem Lernvideo die direkte Proportionalität weiter an und versuchen auch zu erarbeiten, welche Rolle Schlussrechnungen für die direkte Proportionalität spielen, beziehungsweise wie mit Hilfe von Schlussrechnungen Beispiele der direkten Proportionalität einfacher und auch schneller gelöst werden können. Zunächst habe ich dir wieder zum zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Was sollst du unbedingt schon können? Ganz wichtig ist, dass du den Begriff der direkten Proportionalität durch eine mathematische Formel auch erklären kannst, sowie auch den Proportionalitätsfaktor definieren kannst und ihn auch als Steigung der Geraden interpretieren kannst. Wir wissen bereits, dass jede direkte Proportionalität durch eine Gerade auch dargestellt werden kann. Und die Steigung dieser Gerade ist jetzt dieser Proportionalitätsfaktor, der in dieser Formel auch auftritt. Denn wir wissen bereits, direkte Proportionalitäten treten dann auf, wenn jetzt die eine Größe ein Vielfaches der anderen Größe ist. Ganz wichtig ist aber auch, dass du entscheiden kannst, ob jetzt zwei beliebige Größen, Alltagsgrößen oder Größen, die in einem mathematischen Kontext zueinander stehen, ob die jetzt direkt proportional zueinander sind, dass du schnell auch entscheiden kannst, okay, ich weiß, diese Größen sind direkt proportional zueinander anhand von einigen kurzen und schnellen Überlegungen. Welche Ziele haben wir nun gemeinsam? Nach diesem Video solltest du mit Hilfe von Schlussrechnungen direkte Proportionalitäten auch lösen können, aber auch umgekehrt, dass du direkte Proportionalitäten verwendest, um in Schlussrechnungen auch lösen zu können und grundsätzlich auch, dass du kontextbezogene Antworten geben kannst. Schlussrechnungen sind grundsätzlich auch in Mittel direkte Proportionalitäten durch eine Formel relativ schnell und einfach lösen zu können, ohne jetzt stets auf den Wert 1 einer bestimmten Größe zu wechseln zu müssen. Ganz wichtig ist aber auch, dass du die Formel eben zur Berechnung eines unbekannten Wertes auch auf beliebige Beispiele auch anwenden kannst, dass du mit dieser Formel gut umgehen kannst. Zunächst habe ich dir auch ein Beispiel mitgebracht. Diese Beispiele kannst du gerne auch in dein Übungsbuch übertragen bzw. auch auf einen Blog übertragen, damit wir jetzt gut arbeiten können. Grundsätzlich muss man einmal definieren, was Schlussrechnungen sind. Schlussrechnungen sind ein Rechenverfahren bei der direkten Proportionalität, wo aus drei gegebenen Werten von zwei Größen der vierte unbekannte Wert einer von diesen beiden Größen auch gefunden werden kann. Das heißt, es ist ein Schema, ein Rechenverfahren, um jetzt kurz und schnell mit Hilfe einer Formel auch aus drei gegebenen Werten den vierten unbekannten Wert einer Größe zu finden. Und diese Formel werden wir uns jetzt gemeinsam herleiten. Zuvor möchte ich mit dir aber auch noch ein Beispiel machen, das du aus dem Alltag sicher gut kennst, wo wir aber zunächst die normale Formel der direkten Proportionalität anwenden. Du weißt, dass du aus 24 Kilogramm Himbeeren 18 Liter Saft herstellen kannst. Wie viel Himbeersaft bekommst du bei 56 Kilogramm Himbeeren? Du möchtest einen Himbeersaft zu Hause machen, hast Himbeeren und auf einmal hast du 56 Kilogramm zur Verfügung. Wie viel Liter Himbeersaft kannst du dabei herstellen? Wir wissen, dass dieses Beispiel direkt proportional ist. Das heißt, diese Größe der Kilogramm des Gewichtes der Himbeeren und die Menge an Himbeersaft ist direkt proportional. Denn wenn ich die doppelte Menge an Himbeeren habe, kann ich auch die doppelte Menge an Saft herstellen. Wenn ich die Hälfte der Menge an Himbeeren habe, dann kann ich nur die Hälfte des Himbeersafts herstellen. Also ist hier eindeutig eine direkte Proportionalität im Spiel. Wir müssen jetzt nun mit Hilfe der bereits bekannten Formeln herleiten bzw. berechnen, wie viel Himbeersaft wir bei 56 Kilogramm herstellen können. Dabei schauen wir uns die folgende Formel an. X, also die Menge an Himbeersaft in Litern, bekommen wir jetzt dadurch, dass wir ja auf 1 Kilogramm reduzieren, das heißt, wir dividieren durch 24. Jetzt müssten wir aber auch bei der
Anzahl, bei der Menge an Litern durch 24 dividieren, so viel würde dann aus einem Kilogramm Himbeeren an Saft entstehen. 18 24stel Liter würden aus einem Kilogramm Himbeeren entstehen. Das wäre jetzt genau diese Zahl hier. Das wäre die Menge an Himbeersaft aus einem Kilogramm. Und das müssen wir jetzt mit 56 multiplizieren, denn wir haben ja nicht nur einen Kilo, sondern wir haben 56 Kilogramm Himbeeren. Also müssen wir auch die Menge an Litern mit 56 multiplizieren, so wie wir es gewohnt sind. Dort mit 56, da mit 56 multiplizieren und dann erhalten wir insgesamt x gleich 56 mal 18 24stel. Und das wäre x gleich 56 mal 18 durch 24, das wären, wenn man es ausrechnet, 42 Liter. Also wir sehen, wir können mit Hilfe der normalen direkten Proportionalität das Ergebnis bekommen, indem wir aber immer auf einen Kilogramm und reduzieren und dann mit dieser mit 56 multiplizieren und natürlich müssen wir dann auch die Menge, die aus einem Kilogramm Himbeeren entsteht, müssen wir auch mit 56 multiplizieren. Also wir haben immer diesen Zwischenschritt, wir müssen auf 1 reduzieren und müssen dann mit der gewissen Anzahl an Kilogramm eben multiplizieren, auch bei den Litern. Das ist manchmal relativ aufwendig, um diese 42 Liter als Ergebnis zu bekommen. Deswegen wählen wir den Umweg, und zwar den kürzeren Weg mit Hilfe der Schlussrechnungen. Wir haben das gleiche Beispiel. Wir wissen, es ist direkt proportional. Aus 24 Kilogramm Himbeeren 18 Liter können wir herstellen. Wie viel Himbeersaft bekommen wir bei 56 Kilogramm? So, wir machen jetzt Folgendes. Wir schreiben uns einen Schluss an. Deswegen heißt diese Rechnung oder dieses Verfahren auch Schlussrechnung. Wir schreiben einen Schluss an. Du kannst dieses Beispiel auch jetzt gerne in dein Übungsheft übertragen und auch gerne mitschreiben. Wir schreiben einen Schluss an. Wir haben 24 Kilogramm. Die Punkte bedeuten, aus 24 Kilogramm kann 18 Liter hergestellt werden. Das heißt, 24 Kilogramm, Punkt, 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 18 Liter an Menge, an Himbeersaft kann hergestellt werden. So, jetzt haben wir 56 Kilogramm. Wie viel Liter können wir dann herstellen? X Liter. Das wissen wir nicht, das müssen wir erst berechnen. Wenn wir, die Pfeile bedeuten jetzt Folgendes. Wenn wir jetzt mehr Kilogramm haben, also der Pfeil nach unten geht, dann heißt es aber auch, weil es direkt proportional ist, dass wir mehr Liter Himbeersaft bekommen. Das heißt, wir haben auch hier eine größere Anzahl an Liter Himbeersaft. Das heißt, die Pfeile zeigen in dieselbe Richtung. Also müssen wir jetzt folgende Formel auch aufstellen. Also wir brauchen jetzt eine Formel, um jetzt diese x Liter auch zu berechnen, aus dieser direkten Proportionalität heraus. Ein Tipp, bitte mach immer diese Pfeile, damit du gleich am Anfang weißt, ob es hier eine direkte Proportionalität gilt. Denn nur dann können wir eben die folgende Formel verwenden. So, diese Zahl x berechnen wir immer bei der direkten Proportionalität aus der folgenden Formel: Zahl über dem x mal Zahl neben dem x dividieren durch die übrige Zahl, die Zahl diagonal vom x. Das können wir uns dahingehend merken, dass wir hier oben beginnen, 18. Bei 18 starten wir. Und wir machen einen sogenannten Fisch bei der direkten Proportionalität. Wir gehen hier runter, gehen hier rauf und kommen dann schlussendlich zu unserem gewünschten Ergebnis x. Und das ist die Form eines Fisches. Die erste Operation hier wäre die Multiplikation, die zweite Operation wäre hier die Division und die dritte Operation wäre hier das Gleichzeichen. Das heißt, wir beginnen Zahl über dem x mit multiplizieren Zahl neben dem x und wir dividieren durch die übrige Zahl. Also wir können das auch anders anschreiben, Zahl über dem x mal Zahl neben dem x dividiert durch die übrige Zahl ergibt unser x. Und das wäre dann 18 mal 56, 18 mal 56, dividieren durch die 24 und erhalten dann auch unser gewünschtes Ergebnis von 42 Litern.
Und diese Formel mit Hilfe des Fisches, die gilt immer: Zahl über dem x mal Zahl neben dem x dividieren durch die übrige Zahl. Und wenn du dir diesen Fisch einprägst, dann kannst du jede direkte Proportionalität mit Hilfe der Schlussrechnung relativ schnell und einfach lösen. Und wir sehen, wir brauchen hier nicht immer auf 1 Kilogramm zurückzuwandern, sondern wir können anhand von den drei gegebenen Werten schnell jetzt den vierten Wert x berechnen. Das wäre 42 Liter mit Hilfe dieser Formel. Machen wir nun ein Beispiel. Du kannst dieses Beispiel nun gerne abschreiben und auch selbstständig probieren zu lösen. Euer Privatauto zu Hause verbraucht auf 100 Kilometer 8 Liter Benzin. Wie viel Liter verbraucht es bei der 350 Kilometer langen Urlaubsfahrt in den Süden, nach Kroatien oder nach Italien? Je nachdem, wo du gerne hin möchtest. Und die zweite Frage wäre, wie weit würdet ihr mit 25 Liter Treibstoff kommen? Versuche nun, dieses Beispiel selbstständig zu lösen, denk aber immer daran, ob jetzt eine direkte Proportionalität vorliegt und schreibe diesen Schluss mit Hilfe des Fisches gut an, denn dann kannst du die Formel gut anwenden und dieses Beispiel auch relativ schnell lösen. Du kannst dieses Video nun hier zu stoppen. Versuchen wir das Beispiel nun gemeinsam zu lösen. Euer Auto verbraucht auf 100 Kilometer 8 Liter Benzin. Das heißt, wir schauen uns jetzt die beiden Größen an, die hier gegeben sind, und zwar der Weg, 100 Kilometer, und der Treibstoffverbrauch, das wären 8 Liter, sind direkt proportional. Denn wenn man jetzt grundsätzlich theoretisch denkt, nicht praktisch, sondern theoretisch, man fährt auf einer Länge mit derselben Geschwindigkeit, stets konstant dahin, dann hat man auf dem doppelten Weg den doppelten Treibstoffverbrauch. Wenn man jetzt aber nur halb so weit fährt, hat man nur den halben Treibstoffverbrauch, da man ja nicht mehr Motorleistung braucht. Das heißt, je mehr Weg zurückgelegt wird, desto mehr Treibstoff wird verbraucht und ist sogar direkt proportional zueinander. Das ist einmal der erste Ausgangspunkt. Und jetzt versuchen wir die erste Fragestellung mit Hilfe eines direkt proportionalen Schlusses wiederum zu lösen. Wir wissen, 100 Kilometer, 8 Liter, bei 100 Kilometer werden 8 Liter verbraucht, bei 53 Kilometer werden x Liter verbraucht. Wir haben jetzt wiederum die beiden Pfeile, die in dieselbe Richtung zeigen, denn je mehr Kilometer ich fahre, desto mehr Liter an Benzin wird auch verbraucht. Das heißt, die Pfeile zeigen dieselbe Richtung, das müssen sie auch, weil sie direkt proportional zueinander sind, diese beiden Größen. Das heißt, mit Hilfe des Fisches kann ich jetzt dieses x wiederum lösen, indem ich Zahl über dem x mal Zahl neben dem x nehme, 8 mal 53, und dann dividiere durch die Zahl diagonal vom x, durch die übrig gebliebene Zahl, das wäre 100, und insgesamt bekomme ich dann 28 Liter an Treibstoffverbrauch für diese Urlaubsfahrt heraus, für die 53 Kilometer, die du beispielsweise zurücklegst, wenn du nach Kroatien fährst auf Urlaub. Wenn wir uns das zweite Beispiel anschauen, da unterscheidet sich jetzt die erste Größe von der zweiten Größe, denn wir haben jetzt hier auch wieder einen direkt proportionalen Schluss. Wir haben jetzt aber die Liter an Treibstoff gegeben, die du in deinem Tank eingefüllt hast, oder die der Papa in deinem Treibstoff deinen Tank eingefüllt hat. Und jetzt wollen wir die Kilometeranzahl wissen, die du mit 8 oder die ihr mit 25 Liter an Treibstoff kommt. Da schreiben wir desselben Schluss wieder an, 100 Kilometer 8 und 8 Liter, für 25 Liter brauche ich jetzt x Kilometer, also kann ich jetzt x Kilometer zurücklegen, jetzt ist es x dort, wo ich vorher 53 Kilometer gehabt habe. Die Pfeile zeigen wiederum in dieselbe Richtung, weil sie ja wiederum direkt proportional sind, je mehr Liter ich verbrauche, desto mehr Weg muss ich auch zurückgelegt haben, wenn ich jetzt konstant dahin fahre mit einer konstanten Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt wiederum den Fisch mache und x hier unten gegeben habe, dann muss ich wiederum Zahl über dem x mal Zahl neben dem x durch die übrig gebliebene Zahl. Und das wäre Zahl über dem x wäre 100, mal der Zahl neben dem x wäre 25, dividiert durch die Zahl diagonal vom x, durch die übrig gebliebene Zahl. Und dann erhalte ich 100 mal 25, dividiert durch 8.
und dann kann ich insgesamt 312,5 Kilometer zurücklegen. Also nicht so weit wie bei deiner Urlaubsfahrt, aber du kommst der Urlaubsdestination, deinem Urlaubsziel schon relativ nahe, wenn du 25 Liter einfüllst. Also wir sehen, mit Hilfe der Schlussrechnung lassen sich diese Beispiele relativ einfach und schnell auch lösen, wenn wir immer an diesen Fisch denken, aber zuvor uns auch überlegen, ob hier wirklich eine direkte Proportionalität vorliegt. In unserem nächsten Lernvideo werden wir uns die indirekte Proportionalität anschauen, die zweite Art einer möglichen Proportionalität. Hier werden wir wiederum mit einem Motivationsbeispiel einsteigen und uns dann auch die genauen Definitionen der indirekten Proportionalität anschauen. Ich freue mich darauf, bis bald!